Hallo, hallo, hallo. Ja, let's einfallslos hier mit Let's Play Dark Souls 2. Heute wollen wir, Moment, was wäre das Pendant in Dark Souls dazu? Ich würde sogar fast. Nee, warte, ich überlege. Keine Ahnung. Machen wir Ich weiter. habe Kults Körper. Jetzt. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Er wird uns in den Ihr Rücken fallen. seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Nun gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Die böse Lache habe ich jetzt spontan überhört. Ja, ich auch. Ab in sein Sanktum, es kann ja nichts schief gehen. Ja, nehmen wir es an. Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ja, machen wir so. Ja, ja. Ihr seid wahnsinnig cool. Gebt mir Nein, den Stein oder ist ich werde. Nicht wahnsinnig, jetzt komm. Ich will nicht gegen den kämpfen. Was soll das? Kraft verlässt mich. So. Und noch ein Schuss, noch ein Schuss. Was achtest du denn die ganze Zeit? Hm? Auf was achtest du die ganze Zeit? Wo läufst du weg? Ich laufe nicht weg, ich laufe zu ihm. Ich laufe zu ihm. Nein, aber... Du bist gerade, glaube ich, aus... Du wolltest gerade aus irgendwas rausrennen, glaube ich. Ne? Egal. Es sah verpackt aus. Das stimmt. Los geht's! So gut, cool! Der schwerste Boss aller Zeiten! Nee, nicht wirklich, oder? Nee, nicht ganz! Hey, ich bin voll cool! Oh Gott, die... Dieser Witzschutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. In diesem Stein sind nun 5 Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adria. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Kane von Soltun Kults gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen. Um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter.
Dafür habe ich alles geopfert. Okay. Gut. Was ist ein Stadtportal? Ich kehre in die Stadt zurück. Ah. Hey, verehrter Herr. Ich habe ein paar neue Waffen. Was sollen wir tun, wenn Belial und Asmodan im Seelenstein gefangen sind? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Ja, ja. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Nö. Brechen wir auf. Gut. Ja, jetzt kam das. I remember. Hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Okay, Lea und Atria folgen uns. Ich glaube, wir müssen jetzt so viele wie möglich retten. Und wie macht man das? Dorfbewohner retten. Ah ne, Moment, wir müssen erst noch mit dir sprechen. Das glaube ich auch. Und dann die Dorfbewohner zur Kanalisation führen. Panik und verwüstet die Stadt, um uns aufzuhalten. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Ich werde so viele herbringen, wie ich finden kann. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich habe gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Bringt sie in die Kanalisation! Wir können unser Leben nicht für dieses Du bist rechts rum. Können wir mehr gleichzeitig retten. Wir können uns nirgendwo verstecken. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Und meine Flüchtlinge kommt. Bitte helft mir. Lasst mich so nicht sterben. Oh. Okay. Was ist los? Komm her. Hast du alle? Hier runter. Wir werden euch beschützen. Ja. Aber es gibt nicht mehr. Echt? Ja, einer folgt mir. Einer folgt dir. Bei mir. Ja, er folgt dir. Also hier ist keiner mehr. Ah, da ist noch einer. Ein da. So. Wo sind noch welche? Aber ich glaube, das meiste haben wir. Hier noch beim Händler schon irgendwer? Nee. Doch, da. Genau. Schnell, in die Kanalisation. Gut. So, 24 haben wir schon mal gerettet. Das ist doch... eine gute schlecht. Zahl. Schlecht? Ich will keine retten. Ich will niemanden retten. Eieiei. Da versteckt sich hier noch irgendwo. Hier. Ah. Aber je mehr dass wir retten, desto mehr kriegen wir. So, da ist noch einer. Ja, ich glaube, es werden neue gespawnt. Hier drüben, schnell! Zu den Toren! Jetzt! Wir haben keine Zeit zu verlieren. So. Los! Unten. Es ist nicht seltsam, dass es auf einmal wieder alles klar ist. Nein. Warum sollte das? Jetzt, Lea, benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe. Möge die Macht mit dir sein. Ja. Trete zurück. Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Ich stelle mich in den Strahl rein. Ich schütze dich.
Hast du auch reflexartig drauf geklickt? Nein. Ich schon. Wir haben gesiegt. Ach komm, ey, für Einzelne bleibe ich immer noch nicht stehen. So, hier bleibe ich stehen. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Ich habe hier auch keine Wahl, als stehen zu bleiben. Ah. Wo ist er denn? Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Kann aber nichts, oder? Schießt nur kleine Bälle, läuft rum, verschießt andere kleine Bälle. Das ist echt ein mieser Zauberer. Yep. Aber gutes Personal ist ja auch schwer zu finden, ne? Yep. Noch ein bisschen die Umgebung demolieren dabei. Gut. An den Toren können wir eh noch kämpfen. So, hier ist noch ein Champion Pack. Ich freue mich schon auf den Kampf. Okay, meine Paladin will jetzt immer wieder sagen, die Volksritter freut sich schon auf den Kampf. Ja, ich den Kampf, ich weiß nicht, wovon du redest. Wen sollten wir denn jetzt noch kämpfen müssen? Der war kurze Zeit immun. Ich glaube. Noch einmal, Tochter! Ich fühle mich so schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst! Jetzt! Ja, liebevolle Mutter. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch! Ich muss hier bleiben. Sie muss hier bleiben. Den Göttern sei Dank! Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein. Ihr werdet ihn euch aus nächster Nähe ansehen können, wenn ich eure erbärmliche Seele darin einschließe, Belial. Wie schlau von euch. Aber wisset dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn ihr mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Er benutzt den Stimmverzerrer. Ja, eindeutig. Er hat ein Kostüm angezogen. Oh. Ist denn schon wieder Karneval? Ja. Also jetzt kann ich nicht nach neuen Fertigkeiten schauen. Ich hab was für Geschützturm, ja. Hungriger Pfeil benutze ich aber eh nicht. So. Plan B habe ich bekommen. Plan B? Ja, ist nur Linie. Aha. Glückwunsch. Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist mein. Ja, bla 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 bla. Komm schon, Belial. Ach, ist ja etwas leicht. Der ist auch nicht schwerer als voll cool, ne? Ja. Na, sind wir ja gleich im dritten Akt. Zum Glück. Der zweite Akt geht ein bisschen zu lang. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt, dass der ewig dauert. Aber dafür sind wir schon Level 52. Ja, noch ein paar Mal mehr drauf und dann ist er tot. Komm. Plot Twist. Lächerliche Illusionen von mir. Seht das wahre Gesicht des Herrschers. Das wahre Gesicht? Sind wir jetzt in die Chroniken der Unterwelt? Was? Keine Ahnung. Moment. Na, das sieht doch schon eher nach einem Bosskampf aus. Okay, gut.
Ah, jetzt kann ich ihn nicht machen. Dom-di-dom-di-dom. Oh ne, jetzt muss ich mich bewegen. Oh nein, ich bin geschlossen. Nein. Hilfe, Hilfe, ich werde unterzückt. Und weiter geht's. Also, ich lasse mir ganz mehr. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Zauberer hier durchgerannt bin. Weißt du, wie viele Versuche ich gebraucht habe? Wie? Ja, ich hab's nicht gezählt. Auf jeden Fall sehr viele. Okay. Dom-di-dom-di-dom-di-dom. Los geht's! Feuer frei! Ich bin verwundet. Ich fühle mich besser. Dom, di dom, di dom, di dom. Ja, also das dauert jetzt ein bisschen. Ja, das vorher war ein bisschen leichter. Ich habe eine Rote von 3 Tasten, meistens sind es nur 2. Ich habe eine Rote von 1 Taste. Dom-di-dom. Hey, weit sind 3 Viertel weg. Ja, nicht schlecht. Heil mich. So, 3 Viertel sind weg. So, los geht's. Ja, der Lüge. Oh man, wenn ich Saltos hier mache. Ja, dann auch noch. Oh ja, das macht schön Schaden. Noch nicht bereit. Oh. Was gehört mir? Da bin ich reingelaufen. Okay, das ist gleich gut. Ja, das ist gut. Im ersten Durchlauf getötet. Nichts als Lügen! Legendary! Ich hab's genau gesehen, da war ein Legendary. Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist Fusion! Dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Ja. Legendary! So. Oh. Was ist das denn diesmal? Ich habe einen Legendary gesehen. Gehst du in die Stadt? Ich kehre in die Stadt ich zurück. Ich vergleiche erstmal. Ich vergleiche auch. Da, ups, falsch. Da. Mhm. Okay. Aha. Behändig. Wenig Schadenstärke. Aha. Boah, das wäre so immer, wenn du den auch hättest, den Ring. Mhm. Was für ein Ring?
weil Blitze dann ständig zwischen uns hin und her springen würden, zwischen allen Trägern dieses Gegenstands. Ja, das klingt schon mal gut. Okay, dann schauen wir mal. Was das für ein Legendary ist. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Ich will aber. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Ja, okay, mal sehen. Beihändig. Zähigkeit wäre zwar super, aber nein. Gut. Ups. Den habe ich schon gekriegt. So. Okay, also ich würde sagen, wir beenden diesen Akt. Wir haben erst 21 Minuten. 2, 1. Alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Kommt
Tja. Also das muss man zugeben. Blizzard kann Cutscenes machen. Caldeum ist von Belial und seinen Lügen befreit. Doch Asmodan verbleibt. Und seine Armeen lauern im Ariad-Krater. Nur die uralte Bastion steht seinem Vormarsch im Weg. Ich werde nicht zulassen, dass diese mächtige Festung fällt. Ja, das werden wir sehen. Ich habe das Gefühl, meine Klassen-Cutscenes sind ein bisschen länger als deine. Okay. Gut, Moment. So, jetzt dürften wir aber eine halbe Stunde voll haben. Das sind 20 Minuten. Okay, dann noch ein bisschen. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Okay. Die Rettung ist da. Geht. Ihr werdet dann halt nicht gebraucht. Gut. Was sind wir hier? Ah ja. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Also gut, wo sind wir hier? Ah ja. Irgendjemand muss die Notfeuer an. Nichts kann euch mehr retten. Alles wissen? Dämonensoldaten dienen den Armeen der Hölle als Kanonenfutter. Nur Geduld, Meister, setzen sie fürs Grobe ein. Verwenden sie in den meisten Schlachten als Vorhut. Sie selbst sind leicht zu begeistern, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet, ihr großes Talent für Gewalt zur Schau zu stellen. Wenn sie nichts zu tun haben, greifen sich die Soldaten sogar öfters gegenseitig an. Du bist da reingegangen? Ja. Hey, hey, hey. Passt auf! Und jetzt kommen meine persönlichen Hassgegner, glaube ich. Schaman. Schaman? Schaman. Schaman. Kämpft mit mir. Nö. So, und jetzt? Ich guck kurz, ob dein Leuchtfeuer ist. Geh schon mal weiter. Okay. Hat er ein Leuchtfeuer? Hm? Nö. Hier ist ein Leuchtfeuer. Ach, geht mir aus dem Weg. Ist ja furchtbar hier. Was für Manieren. Ja. Oh, hast du schon entzündet? Ja. Sieht man doch. Ja, vielleicht war es nicht von Anfang an entzündet. Deshalb steht da auch eins von drin. Noch nicht bereit. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass der dämonische Höllenbringer nur eine Erfindung sei. Ein aus den wirren Vorstellungen meiner Vorfahren geborener Albtraum.
Man stelle sich bloß einen Dämonen vor, der größer ist als ein Turm und unzählige Schaman der Höllen heraufbewegen kann. Sind die so schlimm? Die beleben die ganze Zeit die anderen wieder, das ist nervig. Weißt du, was man dann machen muss, oder? Schaman töten. Ja. Oh, wir haben eine halbe Stunde. Okay, dann können wir jetzt cutten. Erst beim Lagerfeuer. Dann Feuer. So, dann cutten wir jetzt. Und sobald wir es hier besiegt haben. Oh, auch noch extra Wünsche hier. So, dann cutten wir jetzt. Also, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.